Questbuch. Die Einladung eines alten Freundes, Reise nach Ferlock. Jetzt müssen wir also sein Haus finden. Wollen wir dem Ardo doch mal einen Besuch abstatten? Sind ja nicht umsonst hierher gekommen, ne? Halt! Ich kann euch nicht passieren lassen, wenn ihr keine schriftliche Genehmigung vorzuweisen habt. Zöllner Nando in Arvestreu hat mir einen Passierschein ausgestellt. Hier, seht selbst. Gut, scheint in Ordnung zu sein. Ich werde euch in die Liste der vertrauenswürdigen Personen eintragen. Dann benötigt ihr den Passierschein nicht mehr. Ihr müsst verstehen, in Ferdok hat sich eine Reihe grausamer Verbrechen ereignet. Alle, die die Stadttore passieren wollen, werden strengstens kontrolliert. Das erklärt die Schwierigkeiten, die ich auf meinem Weg hierher hatte. Ich bin der Einladung eines guten Freundes gefolgt, um ihn hier zu besuchen. Ich kenne den Weg zu ihm jedoch nicht genau. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ardo vom Eberstamm ist sein Name. Mal sehen. Hat euer Freund in einer Einladung eine Örtlichkeit benannt? Sicher, hier in diesem Brief, aber lest selbst. Ah, am Praiosplatz. Das ist nicht weit von hier. Geht dort drüben über die Brücke und folgt dann dem Weg hinauf. Dieser bringt euch direkt zum Praiosplatz. Dürfte ich noch was fragen? Wenn es unbedingt sein muss, ist im Dienst eigentlich nicht gestattet. Worum geht's? Ihr sagtet etwas über eine Reihe von Verbrechen. Was genau ist denn vorgefallen? Ihr seid ja ganz schön neugierig. Aber wer weiß, am Ende seid ihr das nächste Opfer und dann heißt es noch, der alte Grobinger hätte euch nicht gewarnt. Es ist so, seit einiger Zeit wird der Frieden in Ferdok durch fürchterliche Morde erschüttert. An den Ermittlungen zum ersten Mordfall war ich sogar selbst beteiligt. Nachdem wir jedoch nicht gleich einen Schuldigen ermitteln konnten, wurde ich von der Obergarde des Taschmann zum Wachdienst verdonnert. Jetzt darf ich verärgerte Gesichter und unleserliches Gekritzel auf Papierfetzen kontrollieren. Das ist ja eine finstere Geschichte. Erzählt mir mehr darüber. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Tag ein, Tag aus, dieselbe Leier. Halt, ich kann euch nicht passieren lassen und so weiter und so weiter. Und dann diese Unfreundlichkeit der Leute. Schrecklich, sage ich euch. Gerade neulich erst da. Ich meinte eigentlich die Morde. Oh, ja, natürlich. Diese monotone Arbeit hinterlässt so ihre Spuren. Verzeiht bitte. Nun ja, zu diesen Morden ist das im Grunde schon alles gewesen, was ich weiß. Kurz bevor ich den Posten hier besetzen musste, gab es einen zweiten Mord, doch viel habe ich davon nicht mehr mitbekommen. Wenn ich wenigstens am Haupttor Dienst machen könnte, dort erfährt man alle interessanten Dinge, aber hier kann man höchstens den Bauarbeitern an der Hesindekirche zuschauen. Hab Dank und auf Wiedersehen. Aber natürlich tust du das, Ronana. Aber ich würde mir hier ganz gerne erstmal den Festplatz etwas genauer anschauen. Erstens für die Map, damit das hier aufgedeckt ist. Und zweitens, wer bist du denn? Magistra Ilsmine. Nandus zum Große. Ihr wünscht, die Mysterien der Magie zu ergründen? Gerne, wenn ihr mir dabei helft. Was könnt ihr mir denn lehren? Heilkunde Gift können wir ruhig mal lernen. Das wäre nicht schlecht. Und hier können wir eine ganze Menge Zauber lernen. Zum Beispiel ein Flammenstrahl oder ein Zauberschild, einen Donnerkeil. Wir können das leider nicht, denn wir sind ein Zwerg. Wir haben mit Magie recht wenig am Hut. Und ja. Das reicht. Ich danke euch. Hier ist also der Hesinde-Tempel. Aha. Der befindet sich anscheinend ganz offensichtlich, befindet er sich im Umbau. Leider kann der Zutritt zum Hesinde-Tempel noch nicht gewährt werden. Die Bauarbeiten werden noch eine Weile dauern. Bitte kommt später wieder. Dann wünsche ich weiterhin gutes Gelingen. Ich werde zurückkehren, sobald der Tempel wieder in seiner vollen Pracht erstrahlt. Natürlich werden wir das. Du, Rolana, kannst übrigens mal deine Fackel wegstecken. Die brauchst du hier nicht. So, die Quest geht zum Haus deines Freundes. Das machen wir, aber nicht sofort. Ja, guten Tag. Gut, das war der Festplatz. Dann wollen wir uns mal Richtung Ardo vom Eberstamm begeben. Richtung Praiosplatz. Wen haben wir denn da Feines? Wow.
Castan Wagnitz und Ferio von Ferdok. Aha. Was seid ihr denn für eine armselige Gestalt? Hey, habt ihr allen Ernstes geglaubt, dass ich mit jemandem eures Standes spreche? Na los, trollt euch gefälligst. Unfreundlich. Was für eine Frechheit, mit 10 Castan Wagnitz anzusprechen. Geh fort mit dir. Mann, die sind aber unfreundlich hier. Ich würde ja gerne ausrauben, aber keiner von uns beiden beherrscht Taschendiebstahl. Leider. So, da geht's nach Fuhrmannsheim. Das ist ein anderes Viertel Ferdox. 1 von 4. Wir werden aber leider nur 3 betreten können. Stadtgard ist Wurzer. So, und da geht's Richtung Praiusplatz. Hier Ugdanhafen, übrigens. Oh, weh, oh, weh. Was mache ich nur? Oh, was mache ich denn nur? Nein, es kann dir niemand helfen. Ich weiß wirklich nicht, wer dir helfen könnte. Musst du mal wen anders fragen. Na, komm, wir wollen nicht so sein. Entschuldigt bitte. Könntet ihr mir helfen? Ja, natürlich können wir dir helfen. Um was geht es denn, guter Mann? Ach, ich bin beinahe über eines dieser dummen Hühner gestolpert. Dabei habe ich meinen Glücksbringer, einen alten Handschmeichler, verloren. Er muss in die Kanalisation gefallen sein. Ich traue mich hier gar nicht weg. Wer weiß, welches Unglück mir sonst als nächstes widerfährt. Könntet ihr ihn nicht für mich zurückholen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ein wenig Geduld werdet ihr aber haben müssen, denn so leicht wird euer Handschmeichler dort unten sicher nicht zu finden sein. Oh, vielen Dank. Ich werde mich hier nicht vortrühren, bis ihr meinen Handschmeichler gefunden habt. Natürlich. Natürlich. Jetzt müssen wir für den noch durch die Kanalisation hier. Das ist ja ungeheuerlich. So, schauen wir uns mal an, was wir hier so für feine Händler haben. Hier zum Beispiel Waffenhändler Salvort. Ah, schaut euch nur in meinem Sortiment um. Chandor Salvort verkauft nur Waffen bester Qualität. Also gut, ihr habt meine Neugier geweckt. Zeigt mir, was ihr für Waffen habt. Schleifstein, kaufen wir. Anderthalb Hände. Absurd. Wer hat denn anderthalb Hände? Trette. Schlechter Wortwitz mit anderthalb Hände. Check. Waffenbalsam können wir auch kaufen. Aber vielleicht eine neue Wuchtwaffe für den Kollegen hier. Ich glaube nicht. Für dich vielleicht? Alle mal hergehört. Du kämpfst ja mit einem Haumesser, das ist ein Säbel. Haben wir vielleicht irgendeinen Säbel, ein Entermesser hätten wir. 1W plus 3, 1W plus 2, das lohnt sich sogar, kaufe ich. Dann wollen wir das direkt mal austauschen. Und das Entermesser, das können wir nehmen, das Haumesser können wir dem kaufen. So, ausgezeichnet. Schauen wir mal auf der anderen Seite rum. Was haben wir hier? Sieht wie eine Kräuterfrau aus. Kräuterfrau Ackerbold. Tretet näher. Frische Kräuter aus Abestreu. Ja, doch. Ich auch neulich erst. Guck mal, da sind Einbeeren. Zeigt doch mal, was ihr so an Kräutern habt, gute Frau. Ja, nicht wenig. Heiltrank. Boah, das ist ja Wucher. Eine Dukate für einen Einwerfer übrigens. Ne, für 2. 5 Silber ist ja für einen. Na gut, das geht ja eigentlich doch klar. Ja, ich würde mir einen Heiltrank kaufen, aber das ist mir leider noch zu teuer. Wenn wir etwas mehr Geld in den Fellfetzen, was will die denn mit Fellfetzen? Wir haben hier keine Kräuter oder sowas oder irgendwelche Pflanzen, ne? Nein. Na gut. Also es ist nicht so, als könnte ich der nicht auch den ganzen anderen Schund verkaufen, aber ich hätte das gerne so ein bisschen geordnet. Und keine Sorge, es gibt auch einen Krämer, wo wir einfach alles verkaufen können. Grato Helmbrecht, zu euren Diensten. Ich habe Rüstungen aller Art. Freut mich, sehr gut. Zeigt mir eure Rüstungen.
Könnten wir Beinschienen kaufen für unseren Zwerg? Zufällig? Ja, Tatsache. Komm, wir kaufen Beinschienen für unseren Zwerg. Wo sind sie? Den können wir uns auch mal darauf legen. Wie jetzt? Oh. Na, dann trag du sie halt. Dann hat sie keine Stiefel, aber... Naja, egal, komm. War ein Fehlkauf, ist egal jetzt. Wen haben wir hier? Händlerin Alrika. Feinste Tücher, beste Stoff. Ja, dir können wir zum Beispiel die Stiefel von Rulane andrehen, die alten Stinkstiefel hier. Schnürstiefel, ja, alles recht interessant. Gut, dann wollen wir also mal bei Ardos Residenz vorbeischauen. Geht bitte weiter. Dieses Haus ist per Dekret der Stadtwache nicht zu betreten. Nicht zu betreten? Was soll das heißen? Mein Freund Ardo vom Eberstamm wohnt hier. Ich muss euch leider schlechte Kunde tun. Euer Freund wurde ermordet am Hafen aufgefunden. Wir durchsuchen gerade das Haus nach weiteren Hinweisen zu der Untat. Es besteht nahezu kein Zweifel mehr, dass auch er ein weiteres Opfer einer Reihe von Morden ist, die Ferdok zurzeit in Unruhe versetzen. Ich darf euch keinen Zugang zum Haus gewähren, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind. Das kann nicht sein. Er hat mir erst kürzlich noch einen Brief geschickt. Ich soll ihn in Ferdok hier besuchen, schrieb er. Und jetzt soll er tot sein? Ich begreife das alles nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich will alles über diese Morde wissen. Es tut mir wirklich leid um euren Freund, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Selbst wenn ich wollte, die Untersuchungen der Morde sind Verschlusssache der Stadtgarde. Irgendjemand muss doch Auskunft geben können. Verdammt! Ihr könnt mich doch nicht einfach so stehen lassen wie der hergelaufener Pöbel. Verzeiht, es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Die einzige, die euch im Augenblick behilflich sein könnte, wäre die Wachhauptfrau unserer Stadtgarde, Vala Dorkenschmied. Sie leitet die Untersuchungen der Mordserie. Sie sollte am Wachhaus sein, nicht weit von hier entfernt. Ich zeichne euch den Standort auf eurer Karte auf. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als sie aufzusuchen. Auf bald, Wache. Seid ohne Sorge, René. Egal, was auch geschehen mag. Ich werde euch bei der Suche nach dem Mörder eures Freundes helfen. Dies schwöre ich bei der Ehre Rondras. Ich danke euch, Rulana. Kommt, gehen wir. Oha. Ardo tot. Ein Opfer unter drei Morden. Einer Mordserie in Ferdok. Wie grausam. Und da kommt auch die Bala angelaufen. Rübinger, ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert. Wie kann ich euch helfen? Was gerade passiert ist, interessiert hier keinen. Verzeiht, wenn ich stören sollte. Mein Name ist René. Ich komme gerade vom Eberstamm anwesen. Es geht um den Tod meines alten Freundes, Ardo vom Eberstamm. Der wachhabende Hasler sagte mir, dass ihr mir hier weiterhelfen könntet. Seid gegrüßt, auch wenn dies ein trauriger Anlass ist. Ardo vom Eberstamm war ein geachteter Bürger Ferdoks und sein Tod geht vielen hier nahe. Dies sind wahrhaftig düstere Tage für diese Stadt und ihre Bewohner. Seid jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Mörder zu fassen. Leider kann ich euch zu dieser Stunde noch keine Einzelheiten über diese jüngsten Untat nennen. Graf Grovin hat in dieser Sache um äußerste Diskretion gebeten, um die Aufklärung der Verbrechen nicht zu gefährden. Entschuldigt, ich muss mich nun wieder meine Aufgaben widmen. Auf bald, René. Ein Moment noch. Einer meiner besten Freunde wurde ermordet. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, um zu helfen? Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mich gern ein wenig umhören, um selbst etwas über die Morde herauszufinden. Tatsächlich wurde von Graf Grovin jüngst eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Mörders ausgerufen. Ich halte dies jedoch für keine gute Idee. Auch wenn wir durch die Vorfälle in Avestreu und den Wegfall der gräflichen Lanzenreiterinnen kaum genug Leute haben, ist es immer noch Aufgabe der Stadtwache, solche Ermittlungen zu tätigen. Ich beschwöre euch, lasst mich in eurem Auftrag handeln. Ich schulde Ardo mein Leben. Bei meiner Ehre werde ich nicht eher Halt machen, bis ich seinen Mörder gefunden und seiner gerechten Strafe zugefügt habe. Also gut, wenn es euch so ernst ist, werde ich euch die offizielle Erlaubnis erteilen, in meinem Namen Ermittlungen zu dieser Sache anzustellen. Ich will euch in einige Dinge einweihen. Ich erwarte aber im Gegenzug absolute Verschwiegenheit von euch. Beim Andenken an Ardo vom Eberstamm, ihr habt mein Ehrenwort.